Auch heute traf wieder eine Kutsche mit feinster Beladung auf dem Rosenheimer Herbstfest ein. Mehrere Fässer, Auerbräu, Jubiläumsmerzen. Und zum Promi-Anstich kam heute auch endlich mal die Sonne raus. Verleger Oliver Döser durfte den Hammer schwingen und sieht man von dem ersten Schlag und der leichten Nervosität ab, sah das doch gar nicht so schlecht aus. Also gewisse Grundaufregung ist immer dabei. Je länger es dauert, bis man loslegt, umso höher steigt dann die Aufregung. Aber es ist einigermaßen gut gegangen, auch wenn die Oberbürgermeisterin dann natürlich wesentlich besser ist. Aber das Anzapfen hat sich für Oliver Döser gelohnt, denn das Jubiläumsbier ist ein besonderes Bier mit einem besonderen Geschmack. Gut, es ist wesentlich stärker, das Jubiläumsbier. Es gab es ja schon mal eben zum Jubiläum vor einigen Jahren, wo wir das Jubiläum auf der Wiesn hatten. Eine schöne Aktion von Auerbräu, dass sie jetzt das Jubiläumsbier wieder aufgelegt haben. Wie es von der Brauzusammensetzung ist, kann ich auch nicht sagen, aber es schmeckt hervorragend und ist ein ganz anderer Geschmack. Ein Geschmack, von dem Sie sich auch selbst überzeugen sollten. Jeden Tag um 12 Uhr beim Auerbräu, aber nur, bis die Fässer leer sind.